Und damit herzlich willkommen zu Infamous Second Son für die PlayStation 4. Spiel wird geladen. Mal sehen, wie lange Infamous geht. Das kommt ja bald Forza Horizon 2 und Far Cry 4. Dauert aber laden. Lange. Na komm. So. Infamous Second Son. Spontan die Kontrolle über Naturelemente, die sie als Waffe einsetzen konnten. Als Department of Unity Protect wurde begründet und als Conny ist Bioterroristen bezeichnet. Zum Schutz der Bevölkerung zu finden und irgendwie wegzusperren. Geht ein bisschen zu schnell. Als Resultat, zurück Militär, übernimmt die Bewachung, oder? Heute verlässt der erste Militärtransport Bioterroristen der DUP Gefängnis Cordon Cay Station und bringt sie in ein Armeegefängnis im Norden des State Washington. Gut. Er wird dort nie ankommen. Rosige Aussichten. Scheiße, der Ton stimmt nicht. Das sieht aber schon sehr geil aus, muss man sagen. Und da sind wir. So, das ist schon mal die erste Aufgabe. Moment, ich muss erstmal noch den Channel umstellen. Hat zwar eine neue Aufnahme jetzt angefangen, aber so. Den Controller müssen wir jetzt seitwärts halten. Schütteln. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu stark. Da müssen wir da sprühen. Und da und da. Oben in den Seiten. Genau. Da muss ich mal dringend nach der Aufnahme gucken, ob das nicht zu laut ist. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Verdammt! Okay, denk nach, Delson, denk! Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unters Volk mischen, mein Alibi sichern. Ich bin ein echt kriminelles Superhirn. Wer ist da? Ich bin's nur, Betty. Und Delson. Würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Irgendwie habe ich mich heute nicht so akomisch gefühlt. Aber du siehst klasse aus. Steht dir echt gut. Im Ernst.
Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Gar nichts, nur... Hast du was angestellt? Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt in 5 Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, weil ich habe keine Wahl. Er ist ein Cop. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier. Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. So, dass dann mal los. Dass nichts Besseres zu tun hat. Hallo, Freiheit. Und jetzt der leichte Teil. Ab zum Langhaus und für ein Alibi sorgen. Ja, dann mal los, ne? Die Musik ist sehr geil gemacht. Das allererste Infamous, was ich spiele. Ich hab's mir einfach mal für die PS4 gekauft, weil ich es bei einem Freund von mir gesehen habe. Na. Und ich fand's direkt so geil. Dann musste ich es einfach auch holen. Hab natürlich schon das Tutorial durchgespielt. Damit ich weiß, wo lang. Ach geil. Schon fast da. Leuchtturm. Er springt irgendwie so wie Spider-Man, irgendwie so ein bisschen. Komm schon. Also ich war knapp 18, wo ich das gespielt habe. Ach, schade. Na, komm. Verzieht euch. Boah. Das war knapp. Hey. So ganz will er nicht. Wie geil. Echt nice gemacht. Ups. Nicht runtersehen, alles nur nicht runtersehen. Nee, keine gute Idee. Ich guck mal runter. Der Plan läuft wie geschmiert. Das ist das Symbol übrigens für den Touchscreen auf dem PS4-Controller. Hey, Mann, ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht reingehen. Hast du eine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, meinen eigenen Bruder festzunehmen und das immer und immer und immer wieder? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen, immer und immer und immer wieder. Hältst du das für einen Witz? Nein, das ist... Willst du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller ja. Vandalismus? Hör mal, da draußen läuft eine Menge heftige Scheiße ab. Und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzusetzen? Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Warum lässt du mich nicht sein, wer ich bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen Scheiße du uns retten willst. Würde ich dir erklären. Denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Geladen. Ich folge den beiden. Bleib du zurück. Das Ding geht gleich hoch. Von dem explodierenden Ding wegbleiben. Okay? Was für ein explodierendes Ding? Ein Militärtruck? Hey, Nigger. Was geht? Dopp-Distanz. Verdammte
Scheiße. Danke, Mann. Ich dachte, ich würde draufgehen. Okay? Oh, Gott. Oh. Hey, loslassen! Scheiße. Los, lassen Sie ihn gehen und die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur weg hier, bevor sie aufkreuzt. Ich sagte, loslassen, sonst werde ich schießen. Reg? Oh, Gott, nein. Ich sagte, ich will niemandem wehtun. Alter. Hier gab's ja ein ganzes... Was? Was zum Teufel war das? Ich... Was zum Teufel? Was passiert da mit mir? Oh Gott, nein! Aufhören, aufhören, aufhören! Teufel ist hier los? Mein Gott. Oh mein Gott. Das soll aufhören. Reg. Reg, du musst mir helfen. Was passiert hier? Reggie! Reggie! Reg! Alles okay? Dustin, was war das? Ich muss das Ding wegkriegen. Aber du bist... Ich muss dich da rausholen. Ja. Ja. Okay. Hilf mir schieben. Großer Gott. Nein, nein, nein! Es hört nicht auf, Mann. Es hört nicht auf. Reggie, hört mich auf, Mann! Alles gut, du bist okay. Nur atme. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein! Nein. Du bist mein Bruder. Okay? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen, das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Okay. Wir müssen hier weg. Das ist ein Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay. Okay. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Okay. Okay? Komm okay. Schon. Alles klar? Ja. Dann los. Nice. Coole Inszenierung. Ah, oh, das sieht so geil aus. Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay. Okay. Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Das ist nämlich nicht. Sheriff, wir kommen nicht rein! Der Knopf klemmt! Ich glaube, Betty ist noch da drin. Oh Mann, das Schloss ist geschmolzen. Zu. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Na los, finden wir es raus. Dawson ist auch ein Bioterrorist. Was? Nein, ist er nicht! Verdammt. Leute, das von dir erfahren, gibt es eine Panik. Gut, geh. Beruhig die Menge. Ich bringe Hilfe mit. Sieh nach, ob Betty mit den Bioterroristen da drin ist. Und pass auf. Man weiß nie, wozu diese Freaks fähig sind. Okay. Ja. Diese Freaks. Luftschächte. Gut zu wissen. Nicht gut! Das tut sicher weh. Betty! Wo steckst du? Ich muss da durch. Aber erstmal umsehen, vielleicht haben wir hier noch was.
funktioniert. Ich will die Überraschung nicht verderben. Bin gleich da, Betty! Ganz ruhig. Sie müssen bleiben weg von Sie weg von mir! Ich versuche Ihnen Nein, zu helfen! Bleiben Sie weg von mir! Der 10! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan! Du bist ein Conduit? Oh. Betty, ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus. Gut, ich bin weg. Nein, erst bringst du das in Ordnung. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis das DUP mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Du warst da. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das DUP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort. Halt, halt, halt! Komm her! Au! Ich warne dich, Kleiner! Hau ab! Vergiss es! Du gehst nirgendwo hin. Bis das in Ordnung ist! Hör zu! Keine Ahnung, was passiert ist! Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Conduit, Kleiner. Ein Bioterrorist. Willkommen im Lauf um dein Leben, Klopp. Und genau das tue ich jetzt. Auch wenn ich dabei durch dich durch muss. Gut, erledigen wir mal den Guten hier in der nächsten Folge. Du gehst nirgends hin, bevor du das in Ordnung gebracht hast. Das kann man nicht in Ordnung.